Hi, Rufen von der Personal Trainer Academy hier. Es läuft momentan ein Online-Summit für die Fitnesswelt. Und bei diesem Summit geht es um ein Thema, das in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und das ist die Verhaltensveränderung und die mit verbundene Psychologie. Und aus diesem Summit möchte ich gerne mal zwei Dinge mit euch teilen, die vielleicht dir schon bewusst sind oder uns allen bewusst sind, aber ich fand es gut, diese nochmal als Erinnerung zu bekommen oder als Denkanstoß. Und Nummer eins war, wenn ich jetzt mit meinem Kunden ein, die nennen es Motivational Interviewing, also das ist so die nächste Form der Anamnese, demjenigen gewisse Fragen stelle, arbeite mit einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du deine heutige Ernährung bewerten? Dann sagt der Kunde, naja, was ich oft höre, ist, ich weiß, was ich zu essen habe, ich weiß, was gesund ist, aber ich tue es nicht. Das ist ein anderes Thema. Okay, dann sag mir doch mal, inwiefern setzt du es um von 1 bis 10? Ja, so eine 5. Wenn jetzt der Kunde sagt, ich esse abends, wenn ich mich vor dem Fernseher sitze, Kartoffelchips, ich brauche das jeden Abend. Und wir als Trainer sagen, oh, das solltest du nicht tun. Iss doch lieber Möhren zum Beispiel. Kennt ihr es vielleicht selber von euch, dass wir dann irgendwo einen Widerstand aufbauen, wenn uns jemand sagt, mach es doch anders? In dem Summit haben sie das Beispiel Rauchen benutzt. Bringe ich ungern das Beispiel, aber versetze ich in die Lage, gerne nehmen wir den Raucher, komm, dass er, kopieren wir es eins zu eins. Ja? Der Raucher weiß, dass er nicht rauchen sollte. Aber er fühlt sich in dem Moment, wo er sich eine Zigarette anmacht, fühlt er sich gut. Er ist in der Kontrolle der Situation, des Hier und Jetzt und des Seins. Und wenn er sich die Zigarette anmacht, hilft es ihm vielleicht, mit Stress zurechtzukommen. Vielleicht fühlt er sich dadurch eben gut. Klar, er hat ja Entzugserscheinungen. Und aus dem Grund macht er sich immer wieder diese Zigarette an, hat Probleme damit. Er ist in der Kontrolle des Momentes. Wenn wir jetzt versuchen, als Trainer die Kontrolle über unseren Kunden einzunehmen, wird ein Widerstand aufgebaut. Deshalb frag den Kunden, gib ihm die Kontrolle und frag ihn, okay, wenn du jetzt auf einer 5 bist, was denkst du, kannst du denn machen, damit du auf eine 5,1 kommst? Nicht eine 6. Kleine Schritte, die sind umso realistischer. Dann sagt der Kunde, was, 5,1 ist ja gar kein Problem. Dann esse ich zum Beispiel 20 Gramm weniger Chips abends. Okay, klasse. Lass uns das mal probieren. Und dann fragst du ihn eben nach einer Woche, nach 2 Wochen, wie hat es geklappt? Hat es geklappt? Okay, super. Meinst du, du kannst jetzt auf eine 5,2 übergehen und vielleicht isst du die gleiche Menge weiter und lässt mal einen Abend die Chips weg? Das wäre schon eine 5,5 in meinen Augen, aber wie dem auch sei, ich hoffe, die Message ist klar. Kleine Schritte und gib dem Kunden die Kontrolle. Übernimm du nicht die Kontrolle. Es wird eine ganz geringe Prozentzahl an Kunden geben, die darauf stehen. Den du sagst, ist morgens das, mittags das, abends das. Dazwischen will ich, dass du 3 Stunden am Tag Walking Meetings machst, dich bewegst, dann jeden Abend ins Studio kommst, Metabolic Conditioning machst, dich voll wegfetzt. Es gibt ein paar Leute, die stehen da drauf, aber es sind ganz, ganz wenige und es klappt bei den wenigsten. Bei der Mehrzahl der Menschen ist ein Vorgehen auf diese Art und Weise wesentlich erfolgreicher. Das wäre Schritt Nummer 1.